Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3. Wir geben jetzt dem Creep hier mal fettes Geld in der Hoffnung, dass wir dann interessantere Verbesserungen haben, die er machen kann. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Gucken, ob sich sein Stand jetzt verändert. Fleißig bei der Arbeit, das sieht man gern. Oh ja, ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet. Aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen? Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. Boah, 50.000 nochmal. Wir geben ihm die Kohle natürlich. Ich find's richtig geil, dass wir endlich mal Geld ausgeben können. Gefällt es in den nördlichen Königreichen? Haben wir eigentlich schon mal angehört, aber es ist nicht mehr markiert. Das ist merkwürdig. Die nördlichen Könige. Oh ja. Ja, genau. Das gleiche. Und so, jetzt gucken wir noch mal, was er diesmal anzubieten hat. Würdest du mir etwas anfertigen? Was haben wir denn da? Verjüngung. Jeder tödliche Hieb, den du austeilst, stellt 25% deiner Ausdauer wieder her. Was? Für tödliche Hiebe, die du mit dem Schwert landest, erhältst du. Was haben sie denn immer mit ihren Adrenalinpunkten? Erhöht die Reichweite von Wirbel um 1,1 Fuß und die von Zerfleischen um 1,9 Fuß. Aha. Ich glaube, den Rest hat man schon. Das hat man noch nicht. Der Igni-Basisangriff trifft im 360-Grad-Umkreis alle Gegner, wirkt jedoch kein Verbrennen mehr. Nö! Wenn eine Irdenfalle einen Gegner trifft, wird an der Position eine Irdenklüve platziert. Gegner auf die Axi wirkt stehen mit jedem Schlag, den sie landen, 2 Sekunden länger unter Axi-Effekt. Beim Eintritt in einen Kampf steht eine Chance von 100%, dass du automatisch und ohne Verbrauch von Ausdauer ein Quenchschild erhältst. Das ist geil, aber alle angelegten Rüstungsteile gelten als mittelschwer. Treffer mit Art verringern die gegnerische Ausdauer um 50%. Usurpation. Stirbt ein Gegner, auf den Axi wirkt, wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen. Gegner, die mit Igni in Brand gesetzt werden, in Flammen mit einer Chance von 95% andere Gegner in 2 Fuß Umkreis. Ist halt ganz geil, aber es ist halt nichts, wo ich sage, boah, dafür will ich jetzt meine 3 Slotplätze verwenden. Die Rüstung lenkt alle Pfeile ab. Das ist geil, aber wir haben auch gerade leider gar keine Rüstung, wo wir das einsetzen könnten. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als schwer. Okay. Ja, es ist alles, ja, okay, aber wie gesagt, das mit den Pfeilen klang am interessantesten für mich. Aber haben wir leider auch gerade nichts, wo wir das verwenden können. Kleine Igni, große Igni. Immer noch 40.000. Und die Ignis nehme ich mit, weil die einfach sehr schnell alle sind. 3% Angriffskraft. Hat leider keine 5% Dinger, ne? Okay. Dann würde ich sagen, verkaufen wir mal noch nicht die Winterklinge, sondern das reicht der verdammten. Was haben wir hier? Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Gesellenwaffen, aber da haben wir wieder 2 Meister. Halt, das brauchen wir nämlich auch nicht. Und das ist vor allem schwer, also das nicht, aber das ist ja das Sattel schwer. 6,51 Kilo. So, was Sonstiges. Ich glaube, das brauchen wir erstmal alles nicht. Ja, Bücher können wir wieder bloß an Bücherhändler verkaufen. So, jetzt bin ich aber. Moment. Ich will mir nochmal seinen Stand angucken, weil wenn wir jetzt 15.000 investieren, dann sieht er wieder anders aus. Ist auch geil, wie einfach so Tage vergehen und man nichts machen kann in diesen Tagen. Wo wir eigentlich einen Auftrag haben. Schön hier an der alten Mühle, das finde ich geil. Die nie endende Schöpfung der Welt sei
Ich habe noch etwas Geld für dich. Das sollte dann reichen. Für Werkzeuge reicht es. Aber seltene Zutaten bräuchte ich. Nein, kommt nicht in Frage. Zeig mal, was ich für mein Geld kriege. Irgendwann reicht's Geralt auch mal, ne, mit der Kohle hier. Wir haben ihn ja jetzt schon 20, 30.000 gegeben. Habe ich alles, was ich benötige. Sicher. Meine laufenden Kosten sind gedeckt. Und seltene Steine brauche ich nicht mehr. Fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Fass Wein aus meiner Heimat habe ich noch. Wir sollten auf unseren Erfolg anstoßen. Prosit! Für deine Hilfe danke ich dir. Meine neuesten Werke möchtest du vielleicht sehen. Dies kannst du gerne tun. Ich will erst mal den Wein sehen. Wo ist denn der Wein? Ich würde gerne einen Blick auf dein... Es haben nur noch 24.000, aber es hat sich gelohnt. So, nehmen wir die ganzen Igni-Dinger mit. Okay, von den Kleinen haben wir jetzt 10. Ich glaube, dann brauchen wir die Kleinen. Ach komm, was heißt. Das heißt, an denen können wir auf jeden Fall immer unsere Sachen, unsere Waffen verkaufen, wenn er jetzt schon wieder 8.000 hat. So, hat er jetzt vielleicht mal hier große. Ah, 5% Angriffskraft, das sind die großen. 5% Adrenalingewinn, Zeitintensität, Rüstungsdurchdringung. 5% Chance auf Bluten, auf Betäuben, das nehmen wir auf jeden Fall mit. 5% Chance auf Vergiften. Boah, ist das teuer, wir haben fast kein Geld mehr. 5% Chance auf Einfrieren, aber ist egal, wir brauchen die Kohle ja sonst nicht. Nehmen wir einfach alles mit, was ich mir leisten kann. So, können wir noch irgendwas verkaufen? Was ist die Winterklinge wert? Oh, so gut wie nichts. Oh, die will ich nicht verkaufen. Das ist mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert, sorry. So, ja, was soll's? Das lassen wir einfach so. Geil, wir haben keine Kohle mehr. Es lohnt sich wieder Sachen zu verkaufen. Wie geil ist das denn? Und dann einfach mal 23.000. Wir hatten, also ich glaube, wir werden nie wieder auf irgendeinen Händler treffen, der so viel Kohle hat. Also bin ich erstmal gespannt, was abgeht mit den Verzauberungen. So, Kräftigung, Verlängerung. Jeder ungeblockte Hieb erhöht die Wirkungsdauer von Tränken. Aufladung, Verjüngung. Ich weiß ja gar nicht mehr, was neu ist, verdammt. Wie kann ich das irgendwie filtern? Verzauberung Stufe 3, na also. Oh, mein Scheiße. Ich muss es anders filtern. Ich muss, glaube ich, das hier drin lassen. So, Kräftigung. Bei maximaler Vitalität wird die Vitalitätsregeneration in zusätzlichen Schaden umgewandelt. Bis zu 50% und deinem nächsten Schlag hinzugefügt. Eigentlich nicht schlecht. Jeder ungeblockte Hieb. Beim Wirken eines Zeichens wird ein Adrenalinpunkt verbraucht und dein nächster Schwertangriff ist mit der Kraft des Zeichens aufgeladen. Wenn ein Gegner unter Aktieeinfluss stirbt, wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen. Bla bla bla. Gewährt eine Chance von 30%, einen Teil des erlittenen Schadens auf den Angreifer zu reflektieren. Eruption. Gegner, die mit Igni in Brand gesetzt wurden, explodieren beim Sterben. Sehr geil. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als leicht. Ja, wir haben ja eigentlich nur die Möglichkeit, das Schwert hier zu verbessern, oder? Aber ich will eigentlich gerade nichts davon machen, wenn ich ehrlich bin. Ne, ich will jetzt gerade nichts machen. Vielleicht komme ich mal, wenn ich eine passende Rüstung habe, wieder zurück. Aber ansonsten muss ich zugeben, reizt mich das jetzt nicht so, was die jetzt hier Neues reingepackt haben. Also, mit den Runen ist nicht so mein Ding irgendwie. Also mit dem Runenschmied hier. Hat sich da einen schönen Laden angelegt. Das gefällt mir. Und wir wissen jetzt, hier ist einer, der Kohle hat. Muss ich mir nur merken, wo das war. Ah, ich habe eine Idee. Ich verwende meine Markierungen, die ich rausgefunden habe. Und zwar nehme ich das Blaue. Oh, ich dachte, ich kann es verschieben. Fuck. Moment. Ich würde es gerne oben drüber machen, weil der Pfeil so nach unten zeigt. So. An der neuen Mühle. Jetzt würde ich aber erstmal das Hauptquest weiterverfolgen. Das Nebenquest machen wir ein andermal. Wir müssen also dahin Garin anwesen. Schnell reisen. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin vor allem gespannt, ob der Typ, mit dem wir da jetzt hingehen, ob der die gleichen Klamotten anhat. Aber ich gehe mal davon aus, er hat sich nicht umgezogen. Garin anwesen. Oh.
Es brennt. Ich hab meinen Esel für einen Schinken. Warum brennt denn das? Es kribbelt ordentlich in meinen. Krass, war das jetzt unser Freund oder? Garin, also der von irgendwas. Na, sieh mal einer an. Der Hexer mit dem Stock im Arsch. Was gibt's Neues? Du hast da was in der Visage. Dort, sind das Ophiri-Pocken? Kann man sagen. Das Anwesen brennt. Schon bemerkt? Das da? Ach ja. Man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgierd? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand! Lass mich los! Lass mich gehen! Sei still! Wir haben gegessen, getrunken, gekämpft! Und ihr bringt mich um! Ich bin einer von euch! Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Was hat er getan? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Nicht dein Bier, Kumpel. Ganz ruhig, reden wir. Na, liegen die Nerven blank. Warum denn? Bist du taub? Raus hier, Scheißmutant! Ich will nur wissen, was hier eigentlich los ist. Das erfährst du aber nicht. Verpiss dich! Ich gehe, sobald ihr es mir sagt. Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ataman hat befohlen, ihn zu töten. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten. Oh, fuck. Das ist jetzt wieder so eine Frage, ne? Wollen wir dem jetzt helfen? Aber ich kann eigentlich nicht zugucken, wie irgendjemand hilflos umgebracht wird, wenn ich nicht weiß, wieso. Und selbst dann ist es schwer. Selbst wenn es einen guten Grund gäbe. Deswegen, ich werde die jetzt wahrscheinlich umbringen müssen und gegen die kämpfen, aber ich versuch's irgendwie zu regeln. Warte. Olgierd will ihn tot. Aber warum? Das weiß ich nicht. Was geht's dich denn an, verfickt nochmal? Gar nichts. Reine Neugier. Der Schwanzlutscher hat unseren Ehrenkodex verletzt. Dafür gibt's nur eine Strafe. Den Tod. Was ist hier los? Noch nicht fertig mit ihm. Ich bin das Geschrei langsam leid. Ah, Geralt. Du bist also fertig in der Kanalisation. Oder warst du noch nicht da? Du hast Vater getötet! Nicht ich. Du lügst, Hurensohn! Der Mann hat ihn getötet. Alleine und ohne mein Wissen. Weil dein Vater uns das Gastrecht verweigert hat. Wegen dieses Bruchs unseres Ehrenkodexes ist der Mann jetzt hingerichtet worden. Kann ich sonst noch was für dich tun? Bringt sie weg. So, wo waren wir? Ist dieses Theater wirklich nötig? Bah, Theater. Komm schon. Man muss einen gewissen Wahnsinn an den Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Okay, ich... Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat derjenige, der gerade geköpft wurde, den Mann umgebracht, der auf den Treppen lag, wo diese Frau den Kopf im Schoß gehabt hat. Und der tote Mann auf der Treppe, also wo die Frau den Kopf im Schoß gehabt hat, das war wohl der Vater von der Frau. Und der Mann, der hingerichtet wurde, hatte den Vater von der Frau umgebracht, weil er ihnen das Gastrecht verweigert hat. Und das durfte er nicht, einfach irgendjemanden umbringen.
Und deswegen ist er hingerichtet worden. Also war es ganz okay, dass die den umgebracht haben. Weil die damit halt einfach nur gerecht haben, dass er einfach so jemand Unschuldiges umgebracht hat. Okay. Erkennst du das mal? Weißt du, was das ist? Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen Verdacht. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Ja, der Typ scheint ja jetzt quasi so unsterblich zu sein, also ist irgendwie verzaubert worden, wie es aussieht. Du bist unsterblich? Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Töten kann man mich jedenfalls nicht. Aber es ist nicht so, wie die Leute denken. Nicht zu sterben bedeutet nicht, ewig voll und ganz zu leben. Ist das ein Fluch? So würde ich das nicht nennen. Sagen wir, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es gibt Konsequenzen. Ich verstehe nicht recht. Wenn man praktisch unverwundbar ist, geht man groteske Risiken ein und jagt extremen Eindrücken nach. Irgendwann hat man alles erlebt. Das Leben wird öde und eintönig. Der Trick ist, das durchzustehen und nach dem zu greifen, was als unmöglich gilt. Und das wäre? Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Deine Belohnung. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus, falls nicht alles verbrannt ist. War der Kampf hart? Hab ihm den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Klar doch. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Gaunter Odin. Gekommen, um zu verleumden? Nein. Gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich 3 Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions Geralt von Riva. Ich habe ihn auf nichts eingelassen. Du wusstest, dass die Kröte ein Prinz ist. Stimmt das? Du wusstest, dass die Kröte ein verwunschener Prinz ist? Das wusste er nicht nur. Er hat ihn sogar selbst verflucht. Das hat er nicht erwähnt? Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgierd liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgierd entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen. Dann fand er das zu einfach. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er, die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odin, wer soll meine letzten 3 Forderungen erfüllen? Mein Assistent, Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss. Komm. Wohin? Zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor. Das ist schon geil. Wir haben einen kleinen Auftrag an so einem scheiß Brett abgemacht und werden es in irgendeine Geschichte verstrickt, die sonst wohin führt. Du hast den Prinzen in eine Kröte verwandelt. Das kommt mir wie ein Privatkrieg vor. Da halte ich mich raus. Ne, das nehmen wir nicht. Du hast mich wissentlich in Gefahr, aber du hast den Prinzen in eine Kröte verwandelt. Was er über den Prinzen gesagt hat. Stimmt das? Du hast ihn in eine Kröte verwandelt? Vielleicht. Oder der Dauphin der Ophiri hat einfach irgendein Essen nicht vertragen. Bei deren Küche weiß man nie. Wäre mir neu, dass Nahrung jemand zum Monster machen könnte. Dann hat er wohl was Falsches getrunken. Ach, ich habe ihn verflucht. Aus Rache und Enttäuschung. Damals war ich noch ein anderer. Ich habe mich hinreißen lassen und die Worte einfach gebrüllt. Dachte selbst nicht, dass es klappt. Hättest mir die Wahrheit über das Monster sagen können. Wolltest du dich auf meine Kosten amüsieren? Ich wollte das Vieh einfach tot sehen. Konnte nicht wissen, dass du dich auf den Aushang meldest. Zufall. Aber ich muss zugeben, dass ich es passend fand, einen Hexer daran zu lassen. Ihr seid Fachleute.
Ich hätte den Fluch vielleicht aufheben können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wozu das Aufhebens? Er war ein Mensch. Ein verdammter Ophiri-Hund. Kein Mensch. Solch Abschaum verdient nicht zu atmen. Okay, Rassist ist er auch noch? Oder was wollen wir damit sagen? David Beckham, das ist nicht nett, das ist nicht fein. Also die Ophiris, die ich bisher kennengelernt habe, die waren eigentlich nett. Okay, mich wollten welche umbringen, aber die haben ja nur ihren Auftrag ausgeführt, war ja nachzuvollziehen. Aber die anderen beiden, also der Runenschmied kam da auch aus, ist da auch aus Ophiri, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Lass mich nachdenken. Wir haben gerade kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsodi. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo leben. Was soll das bedeuten? Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie 3 Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine 2. Forderung. Gut, das scheint machbar. Was ist die 3? Erledige erstmal diese 2. Dann reden wir weiter. Irgendwelche hilfreichen Hinweise? Irgendwelche Tipps? Wohin? Wie beginnen? Du musst irre sein. Warum sollte ich es dir leichter machen? Okay. Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Trupp für mich plant. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Schön. Wir sehen uns dort. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Der Bruder dürfte kein Problem sein, aber das Haus. Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Lass mich raten, der Bruder ist tot. Du hast auf mich gewartet. Wie nett. Ich konnte meinen Stellvertreter doch nicht dem Schicksal überlassen. Ich dachte, ich müsste Olgierts Wünsche selbst erfüllen. Laut Vertrag, ja. Aber mir ist nirgends untersagt, dir zu helfen. Und ich habe das Gefühl, dass du bei den ersten beiden Aufgaben Hilfe brauchen wirst. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.